Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder. Hierbei handelt es sich um eine Streamaufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Machen wir das doch mal. Und gucken, was wir dort finden. Bei den dritten Schrein, den würde ich sogar vielleicht in dem Stream heute noch schaffen wollen. Wenn's funktioniert, wenn's geht. Okay, hier ist ein Minenschacht und hier ist nochmal eine Kiste. Oh, was haben wir denn hier, Mensch? Ein Waffenarsenal? Verrostete Waffen, leider. Schild nehmen wir mal mit. Ich bin gerade mit dem Stein beworfen, du Penner. Oh Gott. Oh Gott. Aua. Macht sie mir überhaupt Schaden? Nö. Sehr gut. Ich glaube, der soll auch nur ablenken. Aua. Vielleicht auch nicht. Ah, jetzt. Nice. Take that! Alter, passiert. Nehmen wir mal den hier, die Alpha-Klinge. Kriegen wir auch eine zurück. Ist doch schön. Ja, uns geht eine Waffe kaputt. Wir kriegen einfach eine wieder. Ja, und die kriegen hier auch lauter von diesen krassen Bogen welche. Sag mal. So, jetzt. Weg damit. Ach, natürlich. Ich will die Pfeile eigentlich haben. Habe ich noch eine Axt oder so? Ja. Na, Steinaxt. Ich bin wahrscheinlich wieder 200 Pfeile. Okay. Na, was haben wir denn in der Kiste? Noch Schönes. Ein Opal. Also, Schatz- bzw. Loot-mäßig findest du halt lauter Sachen, die du verkaufen kannst. So, ja. Dann muss aber auch langsam mal was kommen, womit ich Sachen verkaufen kann. So. Weil, ich weiß nicht. Ansonsten ist das ja so ein bisschen schwachsinnig, wenn ich da die ganzen Sachen sammle. Gut. Ich tue sie mir ja merken, beziehungsweise mir... Oh. Ja, ich glaube, da habe ich eine Idee, was wir hier machen sollen. Warte mal kurz. Wo ist denn das hin? Warte mal. Moment schon mal. Wo steht hin? Ach da. Neben mir. Muss ja nicht sein, dass man das Handy permanent rumdüdeln hört. Oh Gott, ich verliere schon wieder halb aus meinem kaputten Stuhl. So. So. Ist ja ganz klar erklärt hier. So. Aber vielleicht will ich ja auch einen Doppel haben, ne? Thomas the Tank Engine. War ja schließlich auch nicht nur ein Waggon. Oh ja. Oh, Feuer. Das könnte problematisch werden. Warte mal. Oh Gott, ich habe ihn entgleisen lassen. Meint der eine? Oh nein, ich wollte nicht alles. Okay, ich weiß nicht wieso, aber ich darf nicht. Warum will der auch jedes Mal den blöden Zug versuchen, hier zu entgleisen? Lass den Zug am Leben. Oder die Lore. Ich weiß auch gar nicht, was mehr Sinn macht. Jetzt wirklich hier mit einer
um da Lore durchzupesen? Wahrscheinlich schon. Ein bisschen Sicherheitsabstand hier. Na dann. Hui! Gott, es geht mir zu schnell, Hilfe! Aua! Kann ich... Okay, scheinbar kann ich nicht weiter. Was hast du denn Schönes zu sagen? Hier ist es noch finsterer als in anderen Höhlen. Falls du dich zum Bergwerkstollen vorwagen willst, brauchst du Licht. Hast du irgendeinen Lichtsamen bei dir? Lichtsamen, klar doch. So ein Glück, ohne Licht wirst du dort drinnen nämlich nicht sehen können. Farne mit Leuchtsamen wachsen in dunklen Höhlen, wie etwa auch in dieser Höhle, zumindest theoretisch. Doch da die Höhle so dunkel ist, haben meine Artgenossen bereits fast alle dieser wundersamen Früchte geerntet. Daher wache ich hier und erinnere jeden daran, die Höhle keinesfalls ohne einen Vorrat an Lichtsamen zu betreten. Wenn du weitergehen willst, sorge dafür, dass du genug... Sorge für Licht und passe auf, wo du hintrittst. Ja, also... Was ich mich halt vorhin gefragt habe, ist, kann ich potenziell so einen Lichtsamen an... eine Waffe befestigen? Weil... ist ja... ne? Schwert mit Prügel. Ja, was können wir denn hier nehmen? Oder wegmachen? Ich glaube, ich mache mal den weg. Das heißt, ich mache... den, Synthese rückgängig. Habe irgendwie gedacht, ich habe ein bisschen mehr Quelle. Ah! Oh, doch nicht. Schade. Ah, aber wir können diese so einpflanzen. Okay, ich verstehe. Das ist nice. Ach, ich will schwer. Habe ich überhaupt was aus Stein? Warte mal. Ah, nee. Also nicht was aus festem Stein. Dass mir hier... Ah doch, Plätze. Mhm. Sonanium. Ein vielfach nützliches Gestein, aus dem einst Energie gewonnen wurde. Und das man zu Waffen und Rüstung weiter verarbeiten. Okay, also quasi ein Upgrade für Waffen und Rüstung. Es gab ja hier irgendwie auch die Möglichkeit, diese Schnelloption, ne? So, machen wir hier mal ab und an mal so ein kleines Lämpchen, ne? So schön Minecraft-Style. Aber wir können die auch einfach so zerstören. Okay, na gut. Brauchen halt mehr Schläge, weil hier gibt es halt irgendwie keine Steine. Aber... oh. Achso, na gut. Hä? Ach doch, jetzt. Ach Gott, ich brauche mal wirklich Schläge ohne Ende. Ich nehme mir nochmal... oh, nee, ich bin voll. In die Hand. Oh. Jetzt also. Aber habt ihr keine Steine, Jungs? Ich brauche einen Stein. Ah, jetzt hier. Wobei, warte mal.
Jawohl. Ich habe einen Lorenhammer. Wer soll mir noch was können? Oh ja. Das ist perfekt. Habe ich mal, ich habe bei Gronkh gesehen, dass man da einen so einen geilen Lohn, so ein Lohnschild haben kann. Fand ich auch nicht schlecht. Aber kann man, warte mal. Kann man vielleicht mit dem Material auch was machen? Ups. Ja, okay, das ist absolut Schwachsinn, das zu machen. Nicht doch! Das ist Sonanium. Das ist zu anderen Materialien verarbeiten möchte. Ich kann es dir leider nicht überlassen. Sonanium? Oh, davon hast du noch nichts gehört? Bei gesagten Sonanium handelt es sich um ein besonderes Erz, das in Tiefen des Landes abgebaut werden kann. Auch auf dieser Insel, auf dieser Insel lässt sich ein wenig davon zutage fördern. Jedoch nur in dieser Höhle. Unsere Zivilisation gedieh, indem sie diese Ressource verarbeitete und daraus weitere Materialien herstellte. Wie jetzt verarbeiten? Bei der Verarbeitung wird Sonanium in einem Ofen geschmolzen und zu diversen Materialien weiterverarbeitet. Zufälligerweise steht eine Ladung solcher Materialien gerade kurz vor der Vollendung. Bitte warte einen Moment. Na dann zeig ich mal, was hast du denn hier Tolles? Vielen Dank für deine Geduld. Erlaube mir, dir zu erklären, welche Materialien hier gewonnen werden. Die Sonau-Energiesphären, sie dient der Sonau-Erzeugnisse als Energiequelle. Und dann hätten wir hier noch den Sonau-Energiekristall. Dieser enthält Energie in gehärteter Form. Verarbeiten bedeutet also, aus Sonanium Materialien mit anderen Eigenschaften herzustellen. Energiekristall? Sie finden vorwiegend Anwendung als Material zur Herstellung von Batterien. Wünschst du noch eine Erklärung? Sonau-Energiesphäre? Sonau-Energiesphären versorgen Sonau-Bauteile und uns Konstrukte mit Energie. Du kannst sie einsetzen, um die Energie einer Batterie wie Herz aufzuladen. Okay. Aber die lese ich ja von selbst auf. Aber gut, kann ich dir immer wieder bepumpen und dann hast du unendlich Resources. Kürzlich von mir gewonnenen Materialien findest du dort im Regal. Bitte sieh sie dir an. Kann ich mir einfach alles hier nehmen? Oh, ach so. I see. Ah, okay, wir können es also hier eintauschen. Ich verstehe. Die denn hier? Ah, ich bitte freundlichst, die Finger davon zu lassen. Hm? Ist es möglich, dass du vergessen hast, Kapseln mitzubringen? Kapseln? Diese Äußerung entnehme ich, dass du sie vergessen hast. Oder ist es sogar möglich, dass du sie gar nicht kennst? Kapseln sind handlich verpackte Sonau-Bauteile von unterwegs. Leicht zu transportieren und äußerst praktisch. Da du keine bei dir zu haben scheinst, gebe ich dir etwas von meinem Vorrat ab. Okay, wir kriegen einfach Ventilator-Bauteile. Bei diesem Sonau-Bauteil erzeugt der Propeller im Gehäuse Wind. Die Sonau sollen Ventilatoren zum Transport von Objekten und zur Fortbewegung genutzt werden. Es handelt sich dabei um Ventilatoren. Du kannst sie jederzeit einsetzen, wenn du sie schlägst. Puste sie los.
Snowboard-Teile sind ausgesprochen nützlich und in großen Vielfalt vorhanden. Ich habe darum immer welche dabei. Leider vergessen viele, sie mitzubringen. Deshalb halte ich immer zu nach Nachschub Ausschau. Die Kapseln, die ich dir gegeben habe, waren aber meine letzten. Bitte pass gut darauf auf und verliere sie nicht. Beachte bitte unbedingt, dass du Kapseln nach der Entnahme aus der Tasche nicht in diese zurücklegen kannst. Okay, das heißt, wir haben einfach nur transportables Bauteil, was wir dann nicht mehr nutzen können. Naja, schade. So, jetzt möchte ich mal kurz... So. Ich habe eine Lorenschilde. Ich bin der Lorenfighter. Sieht so doof aus, ey. Ich liebe es. Ich habe das Gefühl, die haben sich mit dem Ding haben sie sich auch nicht ernst mehr genommen. Nein. Achso, ich dachte, ich hätte ihn hingelegt. So, mach Licht. Danke. Hey. Helft den Jungs mal beim Aufbauen. Hallöchen. So. Komm, ich mach mal hier. Komm, das dauert ja alles lang mit dir. Den Leuten einfach ihr ganzes Material klauen. Oh. Ach ja, gut, wir haben hier noch eine. Ich wollte schon sagen, Das ist aber problematisch, wenn ich meine Ausrüstung mit Lorn bedient habe. So, leider brauchen wir tatsächlich auch schon eine der Ventilatoren, die wir mitbekommen haben. Es sei denn, wir holen uns hinten eine. Von dem... Vom Anfang. Aber... Nee. Oh. So. Ja gut, kann die mal sich so ein bisschen zur Seite packen, damit ich... Ich glaube, so funktioniert das nicht. Wie geht's? Mir geht's soweit ganz gut. Ah, das ist eine Maschine jetzt. Jetzt geht's los. Abfahrt. Ciao, Jungs. Hoffentlich entgleisen wir nicht hier. Ah, da sind wir hoch. Ah, hier kommt tatsächlich. Ach krass, wir sind sogar von unten nach oben. Okay. Ich dachte, wir kommen unten nachher hin. Warte, was? Was ist das für ein Spot? Warte mal. Ach doch, stimmt, da waren wir vorhin. Das sieht nur so... Oder? Doch. Da waren die Gegner vorhin. So, was sollst du sagen, Rauro? Aus dem Tempel der Zeit erklingt jeden Morgen und jeden Abend der Klang der Zeitglocke. Für uns, wie auch für die Konstrukte, war dies das Signal, um zu erheben und uns wieder in Ruhe zu geben. Hm. Auch unser Ritual und Zeremonien läuteten die Glocke ein. Sie war der Herzschlag dieser Insel. Der Anblick des Tempels und der Klang der Glocke, beides lässt die alten Zeiten in meinem Geist auferstehen. Okay. Ich finde es interessant, dass es hier eine Zeit, ein Tempel der Zeit gibt. Gut, ich meine, es gibt ja die Zitadelle der Zeit, ne? Vielleicht liegt es ja in irgendeiner Weise in Kombination miteinander. Was ist denn das da? Ich glaube, der sieht nicht so einladend aus, der Kollege. Okay, hier haben wir eine Kugel. Ey, wird ja mal wilder hier. Oh mein, sind hier lauter Sachen, wo ich... Okay, ich gehe erstmal zur Kugel. Die sieht interessant aus. Ist das ein Gacha-Game? Oh nein, das sieht schon aus wie so ein Gacha-Game. Das gefällt mir gar nicht. Oh Gott. Kapselspenderbetrieb. Bestätigt heutiges Kapselprodukt. Produktion soll
wird voraussichtlich erreicht. Oh, du möchtest den Kapselspender verwenden? Wir haben das Soll fast erreicht. Du kannst ihn also ruhig verwenden. Kapselspender? Dies ist ein Kapselspender. Er kann mit den entsprechenden Ressourcen Sonarbauteile herstellen. Er verarbeitet Ressourcen wie Konstrukthörner und sonare Energiesphären. Nimm einfach etwas in die Hand und wirf es in die Öffnung. Dies funktioniert ganz ähnlich wie bei einem Kochtopf. Möchtest du auch etwas über die Kapseln erfahren? Kapseln? Kapseln sind portabel und erhalten Sonarbauteile. Bitte beachte, dass man ein Bauteil nicht mehr in seine Kapsel zurücklegen kann, sobald es einmal entnommen wurde. Bereits mit Hilfe eines einzelnen Kapselspenders kann eine gehörige Menge Kapseln hergestellt werden. Ich empfehle, überzählige Ressourcen stets in Kapseln zu verwandeln und daraufhin bei dir zu tragen. Es ist zu spät, die Zeitglocke hat bereits geläutet. Ich werde meine Arbeit für eine Weile einstellen, doch du kannst den Spender weiterhin und wie gewohnt verwenden. Okay, geh schlafen, gönn dir. Okay, was? Das heißt, ich kann jetzt einfach hier so ein Ding einfach hier reinwerfen? Oh nein, das ist so ein Gacha-Game. Ich sag's, wie es ist. Das gefällt mir gar nicht. Gachaception. Oh weia. Okay, ich hatte irgendwie auch gehofft, dass wir hier irgendwo einen Kork oder so finden. Oh Gott, ich sehe nichts, Hilfe. Auf der anderen Seite will ich die Viecher ja eigentlich gar nicht erst sehen, ne? Also. Wie, der Logenhammer zerbricht. Der hat nichts ausgehalten. Wie frech. Das war ein Ollerhammer gewesen. Dabei sah er so cool aus. Okay, wo zum Teufel bin ich? Chemistenkonstrukt, okay. Aktuelle Position. Warum ist eigentlich hier ein Haken? Hier aber nicht. Habe ich hier was vergessen in der Minenhöhle? Wahrscheinlich, ne? Muss ich ja. Okay. Das ist ja doof. Ich muss mich ja mal kurz nochmal orientieren, von wo ich jetzt eigentlich nochmal gerade kam. Genau, von da. Gott, wir haben so viele Möglichkeiten, uns so rumzubewegen. Das gefällt mir gar nicht. Aber ich muss sagen, ich finde schon. Ich weiß nicht, diese komische Säule oder was ist da? Ah, guck mal, da ist auch nochmal ein Krog. Will zu meinem Freund. Dann bringen wir dich halt zu deinem Freund. Gar kein Problem. Wir müssen hier nur ein schickes handportables Gerät bauen. Dahin. Okay, dann landen wir wahrscheinlich. Ja, wobei wir sehen die Spuren sogar. Das heißt, wir landen dann hier. Okay. Ah, den Krog, den merken wir uns mal kurz. Weil es sind ja so viele Sachen, da bin ich schon wieder so ein bisschen überfordert. Da hinten ist wieder eine Höhle. Okay, und hier ist eine einzige Plattform.
Frage ist, will das Spiel, dass ich mir quasi eine Plattform mit Hilfe von Ventilatoren baue? Also quasi. Mit Hilfe. Oh, mit dem werde ich wahrscheinlich nicht weit kommen. Ich glaube nicht, dass der reicht, um dieses Riesending da zu stemmen. Aber vielleicht funktioniert's, ne? Ich wüsste schon gerne, was das Vieh da hinten ist. Sieht aus wie so ein Plateau. Aber vielleicht kommen wir auch mit der Insel oder mit irgendeinem anderen Gerät dahin. Weil ich meine, hier geht es ja auch nochmal lang. Es gibt so viele Orte, ne? Das ist unglaublich. Überall. Man kommt hier überall lang. Das ist schon fast gruselig, wie viel man hier entdecken kann. Entdeckt. Die Grubenhöhle. Na, guck mal. Nein, komm her! Blödes Vieh. Okay, das wird ein Cock sein. Oder? Huch. Nö. Na gut. Stattdessen haben wir hier zahlreich viele Leuchtsamen. Oh, doch den ein oder anderen Riesensamen. Auch schön. Okay, nochmal wieder einen Rhodonit. Also ich muss sagen, das finde ich geil. Also, dass du hier so eine kleine Höhlen hast, so eine Höhlenkomplexe. Die sind schon cool. Eine Erde zu sagen. Oh, das war nicht meine Absicht. Verzeihe die Störung, aber auf dem verschneiten Berg von uns, vor uns, ist es ausgesprochen kalt. Wer ihn unvorbereitet erklimmen will, verliert rasch an Körperkraft und mag sogar sein Leben lassen. Zack, wie steht es um deine Kälteschutz? Kälteschutz? Unwirtliche Breiten strafen achtlos Besucher oft mit dem Tod. Mein Rat kann dir helfen. Bitte höre gut zu. Unsere Erschaffung nutzen hauptsächlich wärmende Speisen, um sich gegen Frost und Kälte zu wappnen. Diese kochten sie, indem sie Zutaten mit einem mit nach Wärme klingendem Namen verwendeten. Was genau war unwichtig. Waren diese nicht zur Hand, zogen sie sich dick an oder wärmten sich am Feuer, ebenso wirksam, nur etwas umständlicher. Achte darauf, welche Zutaten du zu einem Mahl kombinierst. Jedes Gericht kann nur höchstens einen Effekt haben, hörst du? Und ist hier nichts, das den Körper kühlt. Es würde einen Biss der Kälte hier noch verstärken. Okay. Das heißt, geht es jetzt aber hier quasi zum... Nee, scheinbar nicht. Auf beiden. Ich meine, wir kommen höher. Und ich meine, es geht weg hier. Ich meine, der teasert ja an, so von wegen, ey, die Kälte. Und so ein Zeug. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ah, das ist wieder einer der Spinner. Oh. Komm her. Wo bist du? Komm wieder runter. Du spinnst wohl.
zog ich meinen Bogen. Pass mal. Jetzt hofft, der ist da oben jetzt gestorben. Das ist nicht sein Ernst. Scheinbar schon. Aber wie habe ich den vorhin denn nicht gesehen? Ich war doch gerade in dem Bereich drinne. Oder zumindest gehört. Ich hätte ihn ja wenigstens hören müssen, das Vieh. Aber scheinbar auch nicht. Bin auch mal gespannt, was ich damit machen kann. Also. So, wo ist mein Material? Der ist doch hier oben gestorben. Ah, da. Na gut, kennen wir ja. Die kennen wir ja. Also vielleicht kriegen wir tatsächlich in jeder Höhle so ein Vieh. Weil wahrscheinlich haben wir jetzt hier auch in dem... Ja genau, hier die Grubenhöhle. Das heißt, wir haben wahrscheinlich in der Minenhöhle irgendwo so ein Vieh übersehen. Oder nicht gesehen. Aber ja, gut. So eine Sache kann man dann wahrscheinlich irgendwann später auch noch ganz easy wieder erkunden. Okay, schön. Dann haben wir die Höhle gesehen. Und ich neige halt wirklich dazu, mir den Spaß da anzuschauen. So, ab wann fängt denn hier so ungefähr... Ah, wobei, ja doch, da. Ah ja, okay. Mhm. Ab hier fängt die Kälte an, ich verstehe. Ja gut. Ne? Nur wie kommen wir jetzt auf die... Plattform gegenüber. Falls reicht der. Oh. Müssen wir wahrscheinlich so. Oh, wir bewegen uns. Bin ich mal gespannt. Hallo? Na? Bist du böse? Oder bist du lieb? Oh Gott, du bist alles andere als lieb. Oh, aua. Ich glaube, den sollten wir vielleicht noch nicht begegnen. Ich hätte aber auch nicht gereicht, dass mir nicht gedacht, dass mir ein Ventilator reicht. Okay, also den Spinner, den merken wir uns mal. Vielleicht markiere ich mir den sogar mal auf der Karte. Game over. Geil, die wird angezeigt. Richtig geil. Ja, warte mal. So. Machen wir hier den Tod, ein Totenkreuz. Beziehungsweise einen Totenkopf. Damit wir wissen, ah ja, da ist Böses im Argen. Das war eine weitere Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gerne in den anderen Projekten rein oder seid beim nächsten Stream dabei. Das war's von mir. Bye bye!